Vor 100 Jahren gegründet. Mir hat das hier immer gefallen, weil es so ohne Shishi auskommt und so rau ist und so. Das fand ich immer gut. In den 70ern und 80ern als Popstar unter den Theatern gefeiert. Hier war der Teufel los. Ich hatte schon am ersten Tag eine Schlägerei mit einem Journalisten, der ganz dicht an mich rankam und zu mir sagte, wir wollen dich hier nicht. Au! Wir haben durchgefeiert bis morgens um 6 und waren um 10 auf der Probe. Das Bochumer Schauspielhaus hat Maßstäbe gesetzt. Wir haben nicht noch eine Oper und noch andere Sachen. Es gibt dieses Theater, das steht mitten in der Stadt. Was ist das Schauspielhaus Bochum für mich? Vielleicht kann ich das am besten so beschreiben. Ich bin irgendwann mal in Herne losgegangen, wo ich herkomme. Da geht man die B51 immer geradeaus und irgendwann öffnet sich dieser Anblick. Seit genau 100 Jahren gibt es hier ein festes Ensemble. Anlässlich des Jubiläums reflektiert das Theater die eigene Geschichte. Mit einer Revue, O Augenblick. Das ist ein Haus mit 800 Leuten. Und normalerweise lernt man irgendwie in flachem Wasser schwimmen. Bei mir war es dann eben eher das Tiefe, mit dem ich anfing. Ich bin gespannt, ob ich den Kopf über Wasser halten kann. Ihr macht echt mal die Beste. Ihr habt nur einen Schenker. Das ist so Usus, ne, dass man vor den Premieren sich gegenseitig kleine Geschenke macht. Und wir haben Gin abfüllen lassen und haben ihn genannt Times They Are A Chain Gin. Times They Are Changing. Ein Gin. Versteht ihr es? Yes! Versteht ihr es? Oh, wie geil! Heute ist Premiere. Johann Simons, der neue Intendant, ist auch da. Rund 260 Menschen sind am Schauspielhaus Bochum beschäftigt. Du liebst dich ohne Schminke. Bist ein ehrlicher Mann. Der Abend ist ausverkauft. 811 Plätze. Aber gerade jetzt macht dich ab. Das Bochumer Publikum ist ein wunderbares Publikum. Es war ja immer voll. Wir hatten keine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir leere Aufführungen hatten. Die Idee des Stücks? In nicht allzu ferner Zukunft ist das Schauspielhaus nur noch eine museale Ruine. Schauspielhause? Ja, das ist es, hier. Schauspielhaus Bochum, das ist es. Schauspielhaus, ja. Legendär, weltberühmt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Bochum zur Großstadt. Das Publikum wollte angemessen unterhalten werden. Die Stadt investierte in ein Theater und machte ihn, Saladin Schmidt, zum ersten Intendanten. Das war echt schwierig, was über ihn rauszufinden. Also wenn man ihn googelt, dann hat man so wenig über ihn. Eigentlich nur, dass er diesen guten Ruf vom Schauspielhaus sozusagen erzeugt hat. Und man sieht einfach auch nur so ein Foto von ihm, wie er so mit ernster Miene so in die Ecke guckt. Und dann haben wir dann die Schiene gefahren, dass er einfach wahrscheinlich ein Mann war, der richtig viel drauf hatte, weil er einfach sehr viel geschafft hat. Und dann haben wir ihn zu so einem, ja, so einer... Ja, kein so ein Preacher, also so, hey, ich bin cool und ich führe euch alle so über die ganzen 30 Jahre hindurch, so jemand, der es einfach so drauf hat. Ich sehe ein Haus, ein Theaterhaus.
das Bochumer Ensemble. 1908 eröffnete an der Königsallee das privat geführte Varieté-Theater Apollo, das bald darauf von der Stadt Bochum übernommen und zum Stadttheater umgebaut wurde. Intendant Saladin Schmidt machte das Bochumer Schauspielhaus zu der Shakespeare-Bühne, der Beginn einer langen Tradition. Verfluchtes geiles Luder! Bochum wurde zur ersten Bühne weltweit, die alle 37 Werke von William Shakespeare aufgeführt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegte die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft ihren Sitz von Weimar nach Bochum. Wenn nicht hier, töte ich dich doch da, noch dort. Nein, ich töte dich, wo es auch sei. Sagten sie, so falsch wie Luft, wie Wasser, Wind und locker Sand, wie Fuchs dem Lamm, wie Wolf dem jungen Kalbe. Großer König! Schweig, Kind. Komm nicht zwischen den Drachen und sein Opfer. Will sich Peter Zadek womöglich einen artistisch-theatralischen Jux mit Shakespeares Lier machen? Nein. Dieser Kerl hat zwei von seinen Töchtern verbannt. Ich war der Narr. Ja, und ich glaube, ich war der erste weibliche Narr. Ach, das war eine so schöne Aufführung. Und ich war einmal total heiser. Ich konnte kein Wort mehr rauskriegen. Da war ausgerechnet die Shakespeare-Gesellschaft in der Vorstellung. Und da sagte der Zadek, du bist ja, ich kann, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich kann nicht sprechen. Und das macht nichts. Nein, spielst du einfach. So. Ich habe es irgendwie durchagiert. Und dann sagte, glaube ich, irgendwelche Leute, hatte der nicht auch mal Text, der Narre oder so? Wer bist du? Wer dich anmaß, den Frieden dieser Nachtzeit stört? Die Mächtigen der Lächerlichkeit preisgeben. Eines der Hauptthemen bei Shakespeare. Doch der spielte zur Zeit der Nazi-Herrschaft keine große Rolle mehr. Es gab deutsche Klassiker und Lustspiele. Saladin Schmidt passte sich und sein Theater an. Das Schauspielhaus Bochum war alles andere als ein Ort des Widerstands. Bei einem Luftangriff im November 1944 wurde das Theater zerstört. Einen Monat vor der Premiere der Jubiläumsrevue. Er sieht gut aus und ist wahnsinnig talentiert. Rock'n'Roll is coming to Bochum, meine Damen und Herren. Und hier ist aber unser Abend Leander. Alle 11 Intendanten des Schauspielhauses sind oder waren Männer. Hier werden sie nun von Frauen gespielt. Okay, okay. Hallo zusammen. Alle Intendanten haben so zumindest einen Aspekt in ihrer Persönlichkeit oder eine Dimension, die zum Größenwahn tendiert. Und diesen Größenwahn, den nehmen wir immer mit auf. Also, da nehme ich keinen einzigen aus. Und ich finde, das darf auch durchaus ein bisschen karikiert werden. Du bist ein Tiger, du bist ein Tiger, du bist ein Tiger an Eleganz. Du bist der Sieger, du bist der Sieger, du bist der Sieger in jedem Tanz. Ich habe von vornherein ganz andere Verhältnisse zum Theater gehabt als Saladin Schmidt, der nun 30 Jahre ehrenwertes, großartiges Theater gemacht hat, aber völlig anders. Was er, wo man sagen, schwarz machte, das machte ich weiß. Sein Stil analytisch, knapp und modern durch die Auswahl zeitgenössischer Autoren wie Beckett oder Sartre. Die Zahl lass fort. Die Zahl lass fort. Der Erste, hoffe ich. Der Erste. Ganz hart. Der Erste, hoffe ich. Sag mich. Die Zahl lass fort. Der Erste, hoffe ich. Der Einzige. Hochziehen. Stehen bleiben, Moment. Tür aufmachen. Und reinnehmen. Damals waren die Intendanten alle noch sehr rührig. Die fuhren aus ihren Provinzstädten nach Berlin in die Max-Reiner-Schule, um Nachwuchs zu engagieren. Hans Schaller sah Günter Lamprecht beim Vorsprechen.
Der ausgebildete Orthopädie-Mechaniker hatte mit Hilfe eines Stipendiums Schauspiel studiert. Und die Leiterin der Max-Reinhardt-Schule wusste, wonach Schaller sucht. Der hat gesagt, er will dich unbedingt haben. Du musst dahin, das ist toll. Ich sag, aber wo liegt Bochum? Ich hab keine Ahnung. Was ist das, Bochum? ...1953 eröffnete Bochum sein neues Schauspielhaus. Als ich das erste Mal da hinten kam und diesen Kasten sah, ich war also völlig, ich dachte, da ist irgendein Theater, das ist irgendwie, aber ich wusste nicht, dass das ein Neubau war. Also richtig, also mit allem und mit viel, viel Chrom und Gold und alles Mögliche. Das hat mich stark beeindruckt. Eine schlichte Eleganz. Nehmen Sie die filigranen schwarz-goldenen Rahmungen wahr. Eigentlich ist dieses Schauspielhaus eine der schönsten Häuser, die ich kenne. Nicht nur die Foyers sind toll, die ganze Architektur, aber auch die beiden Säle sind für mich fantastisch, weil wenn man in die Saal sitzt, hat man wirklich ein faszinierender, ein freier Blick auf die Bühne. Es ist fast wie im Cinema. ...1956 wurde Bochum zum Festival Theater der Nationen nach Paris eingeladen. Jean-Paul Sartres Stück Der Teufel und der liebe Gott in deutscher Sprache. Und das gerade mal 11 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. In der Hauptrolle der damalige Bochumer Theaterstar Hannes Messemer, der in der Mitte. Und natürlich mit Günter Lamprecht. Es ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, dass ungefähr eine gute halbe Stunde Applaus war. Und die Männer warfen alle ihre Krawatten und Fliegen, die sie hatten, auf die Bühne. Das kannte man alles nicht. Wir warteten da oben zum Applaus raus. Die hatten sich alle davon befreit, trampelten und kreischten da los. Sartre kam auf die Bühne gerannt, umarmte Messemer und Dils. Und ich wurde auch bedacht mit dem Handdruck. Also es war sensationell. Das verstehst du ja nicht immer. Ja. Die ganzen Anzüglichkeiten und Frechheiten von ihr kriegst du nicht gleich mit. Ja. Mitte der 50er Jahre. Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland wurde kontrovers diskutiert. Die Bochumer führten Brechts Drei-Groschen-Oper auf und wurden 1957 wieder nach Paris eingeladen. Zum Missfallen der Bundesregierung. Bonn schickte eine Abordnung, um sich von dem pazifistischen Treiben ein Bild zu machen. Und dann geht Messemer an die Rampe vorne hin und der Song endet mit Blut, aber Blut ist immer noch rot. Und für die Armee wird jetzt wieder geworben. Das ist Brecht. Und diesen Satz, den hat er so wunderbar zelebriert. Er ging richtig ruhig an die Rampe und genau in die Loge, wo diese Bonner Vertretung saß. Und dich also... Aber Blut ist immer noch rot und für die Armee wird jetzt wieder geworben. Bang, da rein den Satz und da stand ganz Bochum auf, die Leute alle im Theater. Und es war also alles ein Bekenntnis zu Brecht, zu Messemer, zu Schaller. Warum gehen Sie ins Theater? Weil ich das Theater liebe. Das Theater sagt mir etwas. Das Theater... Vor allem das heutige Theater bringt die Probleme der Zeit mit auf die Bühne. Auf der Bühne war auf einmal sehr viel nackte Haut zu sehen. Ja, 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 ja.
10 Jahren haben sich Leute mit Genuss noch gelangweilt im Theater in Deutschland. Und heute tun sie das nicht so gerne mehr. Und das hat dadurch, glaube ich, dass die Sachen, die ich mache, im Moment in Deutschland sehr viel Anklang finden und vielleicht auch ganz wichtig sind für das deutsche Theater. Einfach, ganz abgesehen von Qualität jetzt, einfach durch die Art. Mit der Revue Kleiner Mann, was nun? Begann Peter Zadek 1972 seine legendäre Ära. Modernes Regietheater und Volkstheater zugleich. Laut, sexy, derb und komisch. Also ich lache ja, als wenn die Bengels da hier reinkommen und sie, die haben den alles weggepickelt. Er brach Regeln. Also das kann ich nicht genau beschreiben. Das ist das Schwierige. Denn. Aber er provozierte auf eine Weise, gut, also da sind da nackte Leute, aber heute provoziert das ja gar keinen mehr. Ja? Also heute sagt man so, oh nee, also jetzt schon wieder, also kenne ich ja nun schon. Aber damals war das nicht so. Nicht, wenn er sagt, Shakespeare, da müsste noch mehr Irritation von dir, wenn der anfängt mit seinem scheiß Kunstzeug. Ich bin in ganz frühen Jahren mit meinem Vater regelmäßig hierher gefahren, habe die Aufführung von Peter Zadek gesehen und war so begeistert von diesen Aufführungen, dass ich sogar als 16-Jähriger dann mit dem Zug allein hierher gefahren bin und habe mir Professor Unrath angeschaut und die Möwe und diverses anderes. Und dann habe ich sogar tatsächlich im Stadtpark übernachtet mit dem Schlafsack. Nachts hier im Stadtpark übernachtet, um dann am nächsten Tag irgendwie den Tag zu verbringen und abends ins Theater zu gehen. Erbsensuppe, I've got a feeling. Heute wieder Sonderpreis. Die sogenannten Bo-Weekends wurden zum Markenzeichen. Volksfeste in und um das Schauspielhaus anlässlich der Premieren. Und eine eigene Kneipe machte im Keller auf. Das war ein Anziehungspunkt für die Jugendlichen aus dem ganzen Ruhrgebiet. Das war the place to be. Meine Damen und Herren, umsonst Bo-Information, das neue Wahlmieteheft. Anstelle eines klassischen Abonnements führte Zadek ein Rabattsystem namens Wahlmieter ein. Und wer Karten fürs Schauspielhaus hatte, erhielt beim VfL Bochum und im Kino ermäßigten Eintritt. Oh yeah. Das Publikum kauft sich eine Reihe von Bons und hat dann die Wahl, hinzugehen, wo sie wollen. Und wenn sie alle sich entscheiden, in dieselbe Aufführung zu gehen, das ist so, glaube ich, der Albtraum unseres Kassierers, dass eines Morgens um 10 Uhr 8000 Leute dastehen und wollen alle in eine Aufführung. Männer, hab mir mal die Taille auf, ich komm nicht bis oben rauf. Ich renk mal schon der Arme aus. Die Bochumer Legende schlechthin, Tana Shanzara, die mehr als 50 Jahre Mitglied im Ensemble war und zeitweise in ihrer Garderobe wohnte. Auch Herbert Grönemeyers Karriere begann hier. Legendär seine improvisierten Auftritte in der Zadek-Inszenierung Die Geisel. Ziehst du mit uns in die Schlacht, denn wir wollen heute Nacht die Stadt Wexford von den Engländern befreien. Also sagen wir mal eine Rolle, ich habe also Musik gemacht in dem Stück, bin immer über die Bühne, war immer dabei, habe da alles so Wiener Lieder, Wiener sei schon, irische Lieder und so Rock'n'Roll und also alles, was da so anfiel in der Gitarre. Der Grönemeyer ist gerade mal ein Jahr älter als ich. Der saß hier und war dann plötzlich, weiß ich nicht, mit 23, war der musikalischer Leiter. Und ich erinnere mich, ich sehe den da hinten am Bühneneingang sitzen, neben dem Prätorius, beiden Hämpflinge. Und ich leite mich am Arsch, der Grönemeyer. Da habe ich mich mal so daneben gesetzt und hallo. Und dann habe ich gelauscht, wie die ihre Abendplanung besprochen haben. Ich war schockiert. Dann dachte ich, wow, das ist Theater, da will ich auch hin. Ich traf einen Geflügelzüchter. Viele der Bochumer Publikumslieblinge wie Rosel Zech machten später Karriere im Fernsehen und im Film. Er schminkt sich.
dann sowas Hanseatisches, das kennen wir hier nicht. Ne? So, es war immer ein bisschen besonders, ein bisschen zurückgehalten. Und die, wenn sie dann, die konnte Gas oder kann sie hören noch, Gas geben, da fliegen hier die Türen auf. Das war beeindruckend. Feine Töne, schön und dann, boom, kraftvoll. Die Narren leiden jetzt große Not. Mich hat jeder Lier, den ich bis jetzt gesehen habe, mit alten Männern zu Tode gelangweilt, weil er immer das Selbstmitleid von alten Männern hat. Peter Zadek, in England aufgewachsen und mit Shakespeare von Jugend an vertraut, inszenierte seinen König Lear in einem leer stehenden Bochumer Kino. Wir sind mit dem Lear in Berlin gewesen zum Theatertreffen. Die Leute haben Buh noch und noch geschrien und Bravo kam dann. Die haben auf uns angespuckt. Auf der Bühne. Keiner das will. Ja, ist kein Witz. Noch radikaler war dann sein Abschied. Hamlet in einem alten Fabrikgebäude in Bochum-Hamme erlangte bundesweite Aufmerksamkeit. Ein Mythos, von dem nur noch wenige Filmausschnitte existieren. In der Hauptrolle der Star der Zadek-Jahre, Ulrich Wildgruber. Was hier manchmal los war in dem Haus, wenn Othello sich entleibt hier an der Bühnenkante und Wildgruber für alle sichtbar steckt sich 10 Blutkapseln in den Mund und schneidet sich den Hals durch und sprüht eine Blutfontäne bis in die 7. Reihe. Und die Leute haben es geliebt. Das war sehr erfolgreich und es blieb auch erfolgreich. Und der Zadek hat ja auch den Fassbinder dahin geholt. Er hatte ja keine Scheu vor Konkurrenz. He made a fool of me. Nein, aber der Fassbinder machte sich immer über Peter Zadek lustig. He named his dog after me. Nein, aber der Fassbinder benannte sogar seinen Hund nach Peter Zadek. And every time you would see me. Und jedes Mal, wenn Rainer, wenn der Fassbinder Peter Zadek sah. He would start yelling at his dog. Und der Rainer, wenn der Fassbinder seine... Manchmal möchten wir schreien, doch wir weinen allein und kommen langsam von Mann auf den Hund. Wechsler ist wieder da gewesen. Herr Fassbinder, ist das ein einmaliges Gastspiel in Bochum oder gibt es da engere Verbindungen? Nein, es gibt im Protokoll keine engere Verbindung, das wird einmalig bleiben. Er ist der Neue. Johann Simons, Niederländer, 72 Jahre alt. Die Kammerspiele München machte er zum Theater des Jahres. Dann war er Leiter der Ruhr-Triennale. Schauspielkunst geht auch nicht nur über die Stimme, geht auch über Körper, geht auch über Bild. Also, und ich finde es wichtig, dass die Schauspieler eine gute Kondition haben. Es war ein richtiges Spektakel. Es kristallisierte sich heraus, dass es auf einen Clash zwischen Marine Le Pen von den Rechten und Mohammed Ben Abbes von der Muslimbruderschaft hinauslaufen würde. Der Johann Simons ist, glaube ich, immer auf der Suche nach etwas Zeitgenössischem. Was ist eigentlich in der Welt so gerade los? Wo bewegt sich die Welt hin? Er ist ein sehr haptischer Mensch. Es ist, würde ich sagen, weniger ein intellektueller Mann, sondern ein intuitiver Mann. Der greift sich die Dinge, wo er sie holen kann. Und ich würde denken, dass er von diesen ganzen Intendanten, die es in Bochum gegeben hat, er wahrscheinlich Peter Zadek am ähnlichsten ist. Er will seinen Machtbereich ficken. Mit der Verpflichtung Johann Simons will das Schauspielhaus an die ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen. Ich will einfach ein modernes Theater, was ein Herz hat, was jetzt klopft. Jetzt bin ich hier und versuche hier wieder auch ein sehr offenes Spirit
in diesem Haus hereinzubringen. Und wenn die Leute sagen, wow, da kann man immer hin. Da ist immer etwas los. Hey, wo ist das Kleid für mich? Ja, wo ist das Kleid? Ich möchte so gerne auf die Bühne stehen, ja. Ich glaube, dass er niemanden wirklich bedient, dass er die Leute herausfordert, ohne sie zu erschrecken. Und ich glaube, er hat sich das hier auch ausgesucht, weil er eben tatsächlich auch diese Gegend mag und weil er die Menschen hier mag und weil sie ihn auch irgendwie erinnern an seine Herkunft oder so. Pass auf, der ist Terrorist, ne? Der ist von Brüssel. Der ist von Brüssel, ja? Molenbeek. Viele Stücke inszeniert er selbst. Unterwerfung und Plattform des französischen Autors Michel Houellebecq. Was? Du bist immer noch hier angestellt? Du bist doch... Ich habe nie gewusst, ist das eher ein Katholik oder eher ein Faschist oder eine Mischung aus beiden? Wenn man ein Theater hat für so eine Stadt, dann finde ich jedenfalls, dass man das Feld so breit wie möglich sein muss. Also das bedeutet unterschiedliche Disziplinen und unterschiedliche Nationalitäten im Ensemble auch. Heute Abend werde ich Klaus Peimann verkörpern. In Bochum haben Sie mich geliebt. Ja, Sie haben die neue Dramatik nach Bochum gebracht. Thomas Bernhard. Thomas Brasch. Georges Tabot. Herbert Achternbusch. Franz Xaver Krotz. Peter Handke. Heiner Müller. Na, Sie haben gesagt, Sie haben Heiner Müller nie verstanden. Das habe ich ihm glauben lassen. Das hat ihn geschmeichelt. Ja, Heiner! Ich weiß noch wohl, dass es hier mit Heiner Müller ein Panther gab. In den Kammerspielen war das, glaube ich. Und schon die Panther war die Reise wert. Peimanns Bochumer Zeit begann mit einem Spektakel. Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Unsere liebe Frau vom Schlachthof, Johanna Dark, erklärt Gott! Die sogenannte Bo-Fabrik war der heimliche Star der Aufführung und ein Politikum. In den Anfangszeiten von Peimann war das Fabrikgelände nicht nur Außenspielstätte des Theaters, sondern auch ein autonomes Kulturzentrum. Die Politik wollte die Hausbesetzer vertreiben, um die Fabrik abreißen zu können. Ich habe das Gefühl, dass in diesen betonzerfressenen und von Autostraßen zerstörten Straßen Begegnungsplätze einfach notwendig sind. Und wenn junge Leute so etwas für sich suchen, dann haben sie einfach als Mitbürger Anspruch darauf. Ich selber werde mit unseren Schauspielern tätige Solidarität ausüben und ich werde mein Schlafzimmer in die Fabrik verlegen. Als die Bo-Fabrik tatsächlich geräumt wurde, hatte Klaus Peimann dann doch nicht seinen Schlafsack auf dem harten Betonboden ausgerollt. Über ein Schauspielhaus hat man geredet, ne? Und Peimann hat Briefe der Hausbesetzer aus dem Häusnerviertel vorlesen lassen oder selber vorgelesen, weiß ich jetzt nicht mehr, vor den Vorstellungen. Also es war, nahm auch Teil an den Diskussionen in der Stadtgesellschaft, die damals sehr extrem kontrovers waren, gerade wenn es um das Thema Hausbesetzung ging. Sein Einsatz für die Hausbesetzer kam nicht gut an. Ihm wurde gekündigt. Erst der Protest vieler Bürger, dem sich die Politiker zähneknirschend anschlossen, hielt ihn im Amt. Theater ist eben wie alle Kunst Opposition, also immer dagegen und immer in der Hoffnung auf Verbesserung. Theater versucht auch immer wieder neu das Menschenbild der Zeit zu greifen und zu fassen. Und Theater hat natürlich etwas ganz Tolles, es kann die Mächtigen lächerlich machen. Ich habe immer die Wahnvorstellung, und das ist vielleicht auch die Anmaßung oder mein Kasperletum, dass ich mich wichtiger finde, ich weiß nicht, als den Rau oder als Geißler.
ich rede jetzt mal kleinkalibrig, dass ich halt den Thomas Bernhard oder den Minetti wichtiger finde als Kohl oder Weizsäcker. Und diese ganzen Herren treten da dauernd, meistens hier in ihrem geliebten sogenannten Medium, treten die immer so als Repräsentanten, als Gesichter des Zeitgeistes auf und tun so, als ob sie das repräsentieren, als ob es das wäre. Und das ist es aber nicht. Ich habe die schönsten Erinnerungen. Das ist wie ein Kindheitstraum gewesen. Der rote Vorhang öffnete sich, ja. Dann war plötzlich eine riesige Giraffe auf der Bühne und Schauspieler saßen da, die ich bewundert habe, ja. Gerd Voss ist für mich ein Gott gewesen, ja. Ja, das ist er! Das ist er! Frankenstein! Was reden Sie denn da? Er ist großartig, Herr Berardi. Gleich haben wir es. Apparat! Konkubinat, Urkundenfälschung. Ich soll Fallen legen. Soll aufs Glatteis führen. Wann hätte ich das gekonnt? Wo hätte ich das gelernt? Und soll das alles... Hier stimmt ja alles. Traugott Bure, Bernhard Minetti. Ihr Todestag ist ein Dienstag. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass der Schauspieler der König ist. Auch wenn es dahinter graue Eminenzen in Form von Regisseuren gibt, nicht? Also es ist für mich völliger Mumpitz, dass man heute nun plötzlich wieder irgendwie diese Ideologen des Boulevards sagen, nämlich im Mittelpunkt steht wieder der Schauspieler. Für mich stand immer der Schauspieler im Mittelpunkt, der Schauspieler und der Dichter. Die Hermannsschlacht von Kleist. Von den Nazis instrumentalisiert, galt das Stück nach dem Zweiten Weltkrieg als unaufführbar. Klaus Peymann wagte eine neue Interpretation. Eine der bedeutendsten Inszenierungen im deutschsprachigen Theater bis heute. Ich habe also mehrfach die legendäre Hermannsschlacht gesehen, mehrfach deshalb, weil wir damals tatsächlich zum Teil Frauen, auf die wir scharf waren, nicht ins Kino eingeladen haben, sondern ins Theater. Und ich erzähle mal ein bisschen, nur leicht übertrieben, ich war 5-mal in der Hermannsschlacht mit 5 unterschiedlichen Frauen. Ich glaube, es waren 3. Mein Herzchen, sag mir an. Statt den Kämpfer und Helden in den Mittelpunkt zu stellen, konzentrierte sich Peymann auf Hermanns Beziehung zu seiner Frau Thusnelda. Gespielt von Kirsten Dehne. Gestreckt auf Knien, wie ein Glücklicher. Um eine Locke mich. Du gabst sie ihm. Ich ihm die Locke geben. Was? Nicht? Als Peymann Bochum 1986 verließ, bekam er eine halbe Stunde lang stehende Ovationen. Wir werden geliebt und wir lieben zurück. Vielleicht ist das der schönste Moment, schmerzhaft zu trennen. Seit dieser Spielzeit ist die gebürtige Kenianerin Mercy Otieno Mitglied des Ensembles. Sie ist als Au-pair-Mädchen nach Deutschland und Österreich gekommen. Am Max-Reinhardt-Seminar in Wien hat sie Schauspiel studiert. Also ich habe das Lied Bochum, also von meiner Gastmama, also schon vor ein paar Jahren gehört bekommen in Österreich, in der Südsteiermark. Und meine Gastmama hat immer gesagt, Bochum ist das schönste Lied, es ist eine Hymne, nicht nur Deutschland, sondern auch in Österreich. Man kennt dieses Lied. Und so, durch diese Erinnerungen dachte ich, es ist geil, dass ich jetzt also das Lied von Herbert Grönemeyer singe. Aber was hat das mit mir überhaupt zu tun? Und dann habe ich das sozusagen übersetzt und dann plötzlich hatte das Lied einfach etwas für mich, was ganz, ganz Großes so für mich. Wo ich das dann Gefühl hatte, okay, das ist so meine neue Heimat.
wo ich auch sozusagen in der Theaterlandschaft quasi da bin. Und das Lied kann mich einfach nur willkommen heißen. Und da habe ich dann mit Zugang gefunden. Es gibt Sachen, die ich eins zu eins übersetzt habe, und es gibt Dinge, die ich dazugegeben habe. Zum Beispiel, es fängt ja tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Es ist besser, viel besser als man glaubt. Und in Swahili, wenn man singt, sagt Chini Kusini, Kule Jua Inawaka. Also tief im Westen, wo die Sonne scheint, nicht verstaubt, ist wunderschön. Sehr schön, wie man noch nie gesehen hat. Mein Auge durchdringt die Zukunft, und in Händen halt ich den Schlüssel dieser Welt. Es rollen Jahrhunderte dahin, Jahrtausende, ich spür es nicht. Wo bleibt der Tod? Dies ist das Dritte, dass der Tod nicht kommt. Die Nibelungen. Frank-Patrick Steckels erste Aufführung in Bochum. Theater ist ein Ort des Schreckens auch, ein Ort des Entsetzens, ein Ort tödlichster Widersprüche, ein Ort, an dem der Mensch auf alles hingewiesen wird, was ihm Probleme verschaffen kann. Er altert, er liebt vergeblich und verzweifelt, er muss sterben. Er gilt als der große Unverstandene in der Geschichte des Bochumer Schauspielhauses, Frank-Patrick Steckel. Kompromisslos, kopflastig, kompliziert. Was erwartet uns heute Abend? Na, was ganz besonders verquast ist. Also ein Höhepunkt in dieser Hinsicht. Verläufst dich noch! Kein anderer Intendant hat sein Publikum mit derart düsteren, introvertierten Aufführungen gefordert. Ich glaube, dass diejenigen, die vor uns hier gearbeitet haben, ein größeres Bedürfnis hatten, die Dinge, die sie taten, wie man so sagt, in die Nähe des Publikums zu bringen. Wohingegen wir uns eher darum bemühen, das Publikum in die Nähe des Dings zu bringen. Du bist mein Lieblingsintendant, Frank-Patrick Steckel. Und weißt du warum? Nein, warum? Weil du die starken Frauen ans Theater geholt hast, Frank. Ja, Frauen, die nicht tun mussten, was alte, weise Männer ihnen sagten. Frauen, die selber inszenieren. Reinhild Hoffmann. Ja. Was immer passiert ist, dass es so durchgeht. Und Andrea Breth. Hat das wieder mit der Choreografin Reinhild Hoffmann zog für 9 Jahre ein eigenes Tanzensemble ins Schauspielhaus ein. Tanz und Schauspiel näherten einander an. Ein Novum in der deutschen Theatergeschichte. Theater ist immer irgendwie wie eine fliegende Untertasse. Das kommt von woanders her. Und was aus dieser fliegenden Untertasse heraustritt, kann von fernen Menschen ähnlich sein. Man weiß aber nicht genau, welche Sprache gesprochen wird. Man weiß auch nicht genau, ob das Ganze freundlich oder feindlich ist. Wie lebt sich so? So sah Shakespeare bei Frank-Patrick Steckel aus. Umso besser. Timon aus Athen. Bei den Kritikern ein großer Erfolg. Die Schwalbe. 1991 wurde die Inszenierung zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und den Winter nicht freudiger fliehen. Solche Vögel sind die Menschen. Und dann kam Leander Hausmann. Sicherlich eine Art Gegenentwurf zu Frank-Patrick Steckel. Steckel war der Calvinist, ja, das sage ich bei allem Respekt, wir mögen uns ja mittlerweile auch durchaus sehr gerne. Er hatte aber eine Idee, und diese Idee war absolut brechtianisch, die hatte eine sehr linke marxistische Grundausrichtung. Das war aber am Ende nicht mehr gefragt, ja. Alle reden plötzlich so miteinander, das geht ja auf den Geist, ja. Und dann kam ich. Und sagte, Remi Demi, lustig, macht auf, sturmfreie Bude, wir haben den Schlüssel, Leute, kommt alle mit, rein da. Ich hatte mit der Theaterkantine einen Deal, der hieß, die Kantine schließt, wenn der letzte Mitarbeiter geht. Alles ging aus von der Kantine, der ganze Herzschlag ging davon aus.
Also das Logo, glaube ich, von Steckel war ein Atomkraftwerk, wo so ein Strich durch war. Und wir hatten als Zeichen ein flammendes Herz. Also wir haben gesagt, wir wollen die Leute berühren, wir wollen die Leute zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. Und als Zeichen ist das Herz. Wir haben nicht primär gesagt, hier machen wir das politisches Theater. Wir haben gesagt, man kann auch durch Spaß oder durch Lebenslust politisch sein. Das kriegen wir, weil es Sie und Ihre... Mit 36 Jahren war Leander Hausmann Deutschlands bis dahin jüngster Intendant. Sein Auftrag, das Schauspielhaus vom Grauschleier der Steckel-Ära befreien. Gleich das traditionelle Grußwort an die Abonnenten, das er ungewöhnlich kurz hielt, wurde zu einem Skandal. Und dieses viel Spaß wurde also wirklich von diesem vollkommen idiotischen Feuilleton, lustigerweise sind die alle immer noch da, und die waren ja damals schon älter als ich, aufgegriffen und sozusagen als der Schlachtruf einer oberflächlichen Jugend aufgenommen, so in so einer Art bildungsbürgerlichen Aufschrei. Ja, so ist es jetzt also, so weit ist es jetzt gekommen. Und da begann im Grunde mein mein Weg, zumindest im Feuilleton, nach unten. Ja. Leander Hausmanns Ära in Bochum war eine wilde Party, bei der man am nächsten Tag mit heftigem Kopfschmerz aufwacht. Die Energie stimmte, die Energie war enorm und im Nachhinein merke ich, dass wir gutes Theater gemacht haben. Wirklich sehr gutes Theater. Ich habe sogar das Gefühl, es klingt jetzt ganz doof, in manchen Dingern waren wir weiter als im Rest der Bundesrepublik. Germania 3, Heiner Müller. Gespenster am toten Mann. Welturaufführung. Gnade. Gnade. Ausgerechnet Heiner Müllers letztes Stück Germania 3 wird in Bochum von Leander Hausmann uraufgeführt. Ein großer Erfolg, den ihm viele gar nicht zugetraut hatten. Ihr dachtet immer, Theater muss langweilig sein, weil ihr es nicht besser wissen könnt. Wahrlich, ich sage euch, Theater darf wieder Spaß machen. Viel Spaß ist das Programm. Wir selbst sind das Programm. Es war eine im besten Sinne Band mit allen Sachen, die in Bands passieren, mit Prügeleien und mit schweren Feiern, aber auch mit harter Arbeit und vor allem hart, da gab es gar nichts. Wenn eine Vorstellung war, war eine Vorstellung. Wir waren Freunde, das war ganz klar. Hier haben Freunde gearbeitet und die sind bis heute noch befreundet. Und wenn sie sich treffen, sind es die Bochumer. Zwischen 1965 und dem Jahr 2000 waren 29 Aufführungen des Bochumer Schauspielhauses zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden. So etwas wie der Oscar der Szene hierzulande. Kein anderes Theater hatte im selben Zeitraum mehr Nominierungen. Und wir folgen euren Spuren. Wenn wir euch kriegen, seid ihr tot. Das muss so sein, glaub ich eine Wahl. Das ist doch besser so, denn im Nirgendwo ist alles egal. Und wir folgen.